Karriere-Coach und Karriereberatung würde ich es gar nicht mehr nennen. Also für mich ist die Begrifflichkeit Karriere-Coaching gar nicht mehr so treffend. In der Regel, wenn ich mit jungen Menschen oder auch älteren Menschen, je nachdem, wo sie stehen in ihrer Berufslaufbahn, über ihren Berufsweg spreche, spreche ich über zwei Dinge. Eigentlich drei Dinge. Das erste ist, wie talentiert sie sind. Wo liegen die Talente oder die Potenziale dieser Menschen? Der zweite Bereich ist, was sind meine Wünsche? Wo möchte ich eigentlich hin? Und der dritte Bereich ist, der damit zu tun hat, indirekt, wie sind die aktuellen Gegebenheiten, die Situation, was sind die Bedingungen, in denen ich mich gerade befinde, die Arbeitsbeziehung zu anderen Menschen oder die Arbeitsbedingungen. Also wir reden über drei Dinge. Meine Talente, was bringe ich mit, wo möchte ich hin und was sind die Einflussfaktoren, die diese beiden Pole sozusagen beeinflussen. Also Karriere ist sozusagen für mich das, was dazwischen liegt, zwischen meinen Wünschen einerseits und dem, was ich mitbringe andererseits. Und diese beiden Sachen, die kann ich beeinflussen. Ja? Und dadurch, durch diese beiden Pole, beeinflusse ich dann halt auch meine Karriere. Ich mache es mal deutlicher. Wenn ich sehr talentiert bin im Umgang mit anderen Menschen, wenn ich ein sozial starker, kompetenter Mensch bin, ja? Das aber gar nicht in meinem Karrierewunsch auftaucht, ja, dann habe ich sozusagen etwas, was ich mitbringe an Stärken, die aber nirgendwo abgerufen werden. Oder umgekehrt, ich will Geschäftsführer werden, ich will CEO werden von einem globalen Konzern, habe aber null Verständnis oder auch null Motivation, mich irgendwie mit Zahlen auseinanderzusetzen. Also Business Acumen oder das Zahlenverständnis, was man da braucht, das habe ich überhaupt nicht. Dann kann man sich jetzt zwei Fragen stellen. Sind meine Wünsche so ausgeprägt, dass ich alles dafür tun möchte, um da versierter zu werden, professioneller zu werden, also dass ich sozusagen meine Talente anpasse, was meinen Wünschen angeht, oder kalibriere ich meine Wünsche anders? Sage ich, es muss nicht CEO sein, sondern es kann vielleicht irgendwo auch ein Mittelmanagement sein, eher personenorientiert, gar nicht so zahlenorientiert, oder eine Expertenlaufbahn, gar keine Führungslaufbahn vielleicht. Das sind so Themen, wo man dran ansetzen kann und dadurch bildet sich dann die Karriere ab. Bei den Talenten ist es natürlich wichtig, dass man sich da ganz genau anschaut, welche Talente oder Motivation und Potenziale ich mitbringe. Da gibt es verschiedene diagnostische Möglichkeiten. Persönlichkeitsfragebogen, Fähigkeitstest, aber auch einfach natürlich Gespräche oder Assessment Center, den man sich aussetzen kann, um sich da ein bisschen schlauer zu machen. Aber man kann das natürlich auch sehr gut in gemeinsamen Gesprächen, im Coaching oder im Beratungsformat dann auch gemeinsam erarbeiten. Und dann natürlich sich sehr klar damit auseinanderzusetzen, was sind dann hier und jetzt heute meine Wünsche. Die können sich ja auch ändern. Es muss ja nicht so, es muss ja kein Fixpunkt sein. Und das ist in meiner Erfahrung nach auch selten der Fall, dass ein Wunsch unveränderbar ist. Ja? Wir erinnern uns an unsere Kindheit, was wollten wir denn werden damals? Wir wollten Feuerwehrleute werden, wir wollten Astronauten werden und solche Geschichten. Und wie viele von uns sind das heute geworden? Also das ändert sich alles, nicht nur im jüngeren Alter, sondern wahrscheinlich auch später. Wenn man ein bisschen länger im Berufsleben ist, dann kommt man vielleicht mit anderen Berufsbildern in Kontakt, die dann auch spannend sind auf einmal. Also das ändert sich doch sehr. Also insofern ist Karriere nie fix. Karriere ist immer auch im Wandel. Was meine Talente angeht, ich verändere mich ja auch weiter. Ich entwickle mich in verschiedenen Bereichen. Und auch natürlich meine Wunschvorstellung. Und dann gibt es noch den Faktor, den Einflussfaktor, die Situation, der situative Kontext, in dem ich mich bewege, was meine Kollegen angeht, meine Vorgesetzten. Es gibt bestimmte Stolpersteine oder es gibt bestimmte Wendungen oder Einflüsse, die dann vielleicht auch nochmal diesen Karriereweg irgendwo verändern. Also das sind so diese Punkte, die ich, wenn wir über Karriere sprechen, dann noch eher beleuchte. Anstatt jetzt fix über einen Karriereplan zu sprechen, der in Stein gemeißelt ist. Das ist wenig erfolgversprechend. Dieser Beitrag wurde Ihnen präsentiert von Audioflow. Audioflow. Das gehört zum guten Ton.